Matthias Manthey, der AfD-Vorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, war früher in der CDU und sagt, die Kanzlerin handelt gegen die Interessen des Volkes. Und wir sind bei Matthias Manthey. Herr Manthey, Sie sind für, oder besser gesagt mit der AfD, Träger eines der Direktmandate, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab. 2% Flüchtlinge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Und Sie sagen, Merkel muss weg. Das ist das Mantra der AfD. Wer soll eigentlich nach ihr kommen? Wer soll es machen? Horst Seehofer? Das ist ja nicht unser Problem mit den 2%, das stimmt doch nicht. Ich glaube, es sind 3 bis 4 und übrigens sind es auch keine Flüchtlinge, sondern erstmal Asylbewerber. Ob es Flüchtlinge sind, wird sich dann entscheiden. Also nicht jeder ausländische Staatsbürger, der die Grenze überschreitet nach Deutschland und Asyl ruft, ist ja ein Flüchtling. So ein Flüchtlingsstatus, den sie erst anerkannt bekommen müssen, aber das nur am Rande. Und es geht ja auch gar nicht um die Prozentzahlen. Der Vorwurf kommt ja immer, dass gesagt wird, ach, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja gar nicht so viele ausländische Staatsbürger. Da möchte ich die Gegenfrage stellen, ab wie viel Prozent ausländischer Staatsbürger ist es denn legitim, die AfD zu wählen? Punkt 1. Punkt 2. Wollen wir dann erst Verhältnisse haben wie Nordrhein-Westfalen in einigen Städten, wie wir sie in Köln erlebt haben, wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht haben. Von daher finde ich die Frage nach den Prozenten eigentlich irrelevant. Okay, und also im Übrigen, Sie glauben, dass antizipierend gewählt wird und aus Sorge gewählt wird? Wie erklären Sie sich denn Ihren Erfolg? Naja, das sind 2 Punkte. Einmal die Bundespolitik spielt eine große Rolle, das sehe ich schon auch so, aber auch die Landespolitik. Das ist wahrscheinlich in dieser Runde nicht so bekannt. Wir noch viele landespolitische Themen, wo die Regierung an den Interessen der Bürger vorbei regiert hat. Wir hatten 3 Reformen, die Gebietsreform, Polizeireform und die Gerichtsreform. Und alles hatte eigentlich zur Folge, dass der Staat sich aus der Fläche zurückzieht. Es gab Zentralismus, das heißt, der Staat immer weiter entfernt vom Bürger. Und das gab halt viel Frust, viel Ärger in der Bevölkerung, sodass es auch eine große Rolle spielte, neben der Geschichte mit der unkontrollierten Masseneinwanderung. Und wenn Sie noch versuchen, diese erste Frage zu beantworten von mir, was glauben Sie, wer könnte es besser als Frau Merkel? Ist Horst Seehofer jemand, den Sie da akzeptieren würden? Denken Sie darüber überhaupt nach? Horst Seehofer macht ja immer so das Spiel, dass er eigentlich ganz vernünftige Dinge sagt, aber im Grunde, das ist ja seit Jahren immer das gleiche Spiel. Er sagt eigentlich Dinge, die wir als AfD vielleicht auch noch sagen würden, aber er macht mit, er ist mitverantwortlich, deshalb ist es auch nicht sinnvoll, nur zu sagen, Merkel muss weg. Ich sage immer, ohne unten gibt es keine oben. Das machen ja alle mit. Auch die CSU macht immer wieder mit. Sie kritisiert zwar Dinge, tönt laut, aber letztlich trägt sie das Handeln von Frau Merkel, von der Regierung mit und macht sich genauso mitverantwortlich für die Misere, die wir in Deutschland haben. Dass Sie jahrelang ein engagiertes CDU-Mitglied waren. Sie haben nach der Wende im Osten die Junge Union in Mecklenburg-Vorpommern mit aufgebaut und sind 2013 in die AfD gegangen. Warum eigentlich? Genau, also ich bin schon vor vielen Jahren, ich glaube es war 2007, aus der CDU ausgetreten, war in der Wendezeit sehr aktiv, damals als 17-Jähriger war ich in Antlam damals in der Jungen Union aktiv und bin dann aus der CDU irgendwann ausgetreten, weil eigentlich es keinen großen Sinn mehr hatte, sich in der CDU zu engagieren. Die CDU ist eigentlich inhaltlich völlig gleichgeschaltet mit der SPD. Es gibt ist ja bekannt, eine völlige Sozialdemokratisierung. Allen wesentlichen Politikfeldern gibt es keinen Unterschied mehr zwischen CDU und SPD. Energiepolitik, Einwanderungspolitik, das ist alles das Gleiche. Von daher habe ich da keinen Sinn mehr gesehen, mich zu engagieren. Ich habe immer gedacht, das müsste sich mal eine neue Partei gründen. Aber das selber zu machen, ist natürlich ein Riesenunterfangen und dann haben ja einige diese AfD gegründet. Ich habe davon gehört und bin dann relativ im Frühjahr, Sommer dann bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gleich eingestiegen und habe mit die Strukturen aufgebaut. Und nun fordern Sie ausgerechnet eben, nicht besonders originell, weil das tun Sie die ganze Zeit, einen Politikwechsel in der Flüchtlingspolitik. Was konkret müsste passieren, damit Sie gegebenenfalls wieder Mitglied der CDU werden? Na, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Ich bin Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern und da habe ich auch nicht vor, irgendwas daran zu ändern. Ich denke nicht darüber nach, ob ich Mitglied der CDU werden kann. Das mit der Politik der CDU muss die CDU sich beschäftigen, weil ich kann Ihnen nur sagen, was wir als AfD fordern. Also zum Beispiel Grenzkontrollen, dass wir sagen, wir müssen wieder die Hoheit über unser Staatsgebiet bekommen. Wir müssen wissen, wer reinkommt, wer befindet sich auf dem Staatsgebiet. Das ist einfach nicht der Fall, dieser Kontrollverlust. Und die Rechtsstaatlichkeit, dass wir sagen, wir können hier nicht permanent gegen das Asylgesetz verstoßen, gegen internationales Recht, gegen das Dublin-III-Abkommen und solche Dinge. Das fing ja im Grunde bei der Euro-Rettung schon an.
Sie wissen bei Dublin III aber beispielsweise auch, dass das durchaus ein Recht der deutschen Regierung ist, sich selber zu ermächtigen, diese Rückführungen nicht stattfinden zu lassen. Sie wissen, dass man nach Griechenland nicht rückführen darf. Da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Sie wissen, dass wir unter 18-Jährige nicht zurückführen dürfen. Auch das ist alles Rechtslage. Das dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. Mir ist das sicherlich, aber Ihnen ist sicherlich auch nicht unbekannt, dass das Land zuständig ist für ein Asylverfahren, wo der Asylbewerber zuerst einreist. Da gibt es ja nicht nur Griechenland. Mhm. Na, das ist ja nur ein Fall sozusagen. Es gibt ja auch viele andere Länder, wo... Und dennoch gibt es ein Selbsteintrittsrecht, so heißt das, glaube ich, und das ermächtigt auch nach Dublin die Bundesregierung, diese Flüchtlinge bei sich im Land zu behalten. Also das ist durchaus der Fall. Nach meiner Kenntnis hatte die Regierung, ich glaube, es war im letzten Jahr gesagt, dass sie einfach dieses Dublin-III-Abkommen nicht mehr sozusagen außer Kraft setzen. Und das können sie natürlich nicht einfach so. Und sie können auch das Asylgesetz nicht einfach so außer Kraft setzen. Das Asylgesetz sagt, dass ausländische Staatsbürger, die über die deutsche Staatsgrenze einreisen, illegal und Asyl beantragen, aus sicheren Drittstaaten zurückgewiesen werden müssen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Unbedingt. Sind zurückzuweisen, das ist geltendes Recht, sind zurückzuweisen. Da gibt es doch gar kein Ermessen. Und es wird ja teilweise auch ein bisschen gemacht im Moment. Wir haben ja diese vorübergehenden Grenzkontrollen. Aber das ist eigentlich geltendes Recht. Das wurde letztes Jahr mit der Entscheidung von Frau Merkel am 4. September alles einfach ignoriert. Indem sie einfach gesagt hat, Herr Orban, schick mir all deine sogenannten Flüchtlinge, die sich in Ungarn an der Grenze aufhalten oder in Budapest auf dem Bahnhof schicken nach Deutschland. Das hat sie natürlich Herrn Orban so nicht gesagt. Die Bundesregierung hat ihre Politik an vielen Stellen verändert, Herr Mantay. Die Flüchtlingslager sind die Erstaufnahmelager, Entschuldigung, sind leer. Glauben Sie, dass es auch Ihnen und Ihrer Partei gegebenenfalls reichen würde, wenn es ein Schuldeingeständnis der Bundeskanzlerin gäbe? Naja, ganz so ist es nicht. Also wir werden in diesem Jahr eine neue Rekordzahl an Asylbewerbern kommen. Also diese Bagatellisierung, die wir im Moment erleben, das ist nicht richtig. Wir werden eine neue Rekordzahl an Asylanträgen dieses Jahr haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht monatlich Statistik, kann jeder im Internet nachlesen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, Herr Ströbele hat sich gerade so ein bisschen moralisch-christlich hier Ströbel. Erhöht. Ströbele ist auch wieder von einer anderen Partei. Er hat sich gerade ein bisschen moralisch-christlich erhöht. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch ein gläubiger Mensch und das möchte ich mir eigentlich verbitten. Und man sollte auch nicht religiös argumentieren, wir leben, ich möchte jetzt auch mal was sagen. Wir leben in einem Rechtsstaat und einem laizistischen Staat. Das heißt, wir dürfen nicht religiös argumentieren, ob wir jetzt unser Recht einhalten oder nicht. Und ich kenne die Begründung für die Entscheidung vom 4. September. Es sei eine humanitäre Aktion gewesen, dass man halt diese Entscheidung mit Ungarn getroffen hat. Und da frage ich mich, wenn das eine humanitäre Aktion war, wäre es denn unmenschlich, wenn man sich unser Recht hält? Haben wir ein unmenschliches Rechtssystem? Also das war mir doch mal wichtig, jetzt noch zu ergänzen auf Ihre Erwiderung vorhin. Also die Rechtfertigung für den Rechtsbruch finde ich ein bisschen schwach und ich habe bis heute keine Rechtsgrundlage gehört für die Entscheidung vom 4. September letzten Jahres. Gut, über diesen Rechtsrahmen haben wir gerade schon diskutiert, daran will ich Sie jetzt noch mal kurz erinnern. Das ist dann vielleicht auch müßig, wenn dieses Ping-Pong immer weitergeht. Die Frage war ja, würde Ihnen ein Eingeständnis von Fehlern reichen? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht so. Oft in der Sendung gibt es immer eine Frage vorneweg. Herr Gauland sagt, 100 Flüchtlinge pro Jahr sollten wir aufnehmen. Glauben Sie, dass mit jeder größeren Zahl die AfD-Wähler tatsächlich überfordert wären? Was Herr Gauland sagt, müssen Sie Herrn Gauland fragen. Was aber entscheidend ist eigentlich, was Herr Strobel jetzt sagte, ich glaube, wir müssen endlich davon aufhören, von europäischen Lösungen zu fabulieren. Es gab noch nie einen und es wird auch keine geben, weil kein Land... Sie wollen keine Lösung. Lassen Sie mich bitte doch, Sie reden schon wieder dazwischen, lassen Sie mich doch mal ausreden, das ist die Höflichkeit. Es muss doch endlich mal die Realität in Deutschland anerkannt werden, dass Deutschland einen Sonderweg gibt. Wir haben das in der Energiepolitik genau das Gleiche, dass ein deutscher Sonderweg ist, auch bei der unkontrollierten Masseneinwanderung. Es gibt kein Land in der Europäischen Union, das diesen Weg mitgeht. Deshalb wird es auch keine europäische Lösung geben. Aber kein Land wird freiwillig sagen, ich nehme jetzt 500.000. Das müssen wir doch endlich mal, diese Realität, die müssen wir doch endlich mal auch sagen und nicht immer wieder sagen, wir brauchen eine europäische Lösung und drüber schimpfen, wenn es die nicht gibt. Ich versuche es trotzdem nochmal bei den Fakten zu bleiben. Europäische Außengrenzen und eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Herr Mantay, wenn diese beiden Dinge plötzlich in der Landschaft stünden, wäre Ihrer Partei denn der Wind aus den Segeln genommen? Nein, also wir...
Ich glaube, Sie wollten jetzt sagen, dass wir eine gemeinsame europäische Asylpolitik fordern? Ja. Nein. Also das, nein, wenn ich meine, es sie gäbe, wenn es eine Quote in Europa gäbe. Nein, also nein. Also wir meinen schon, dass jede Nation selber darüber entscheiden sollte, wie viele Asylbewerber sie aufnimmt oder Flüchtlinge. Das ist nicht unser Programm, hier eine europäische Asyllösung zu finden. Wie gesagt, weil es die nicht geben wird. Das ist die Realität. Es geht nicht darum, was man möchte oder nicht möchte, sondern das sind einfach die Realitäten in der Europäischen Union. Und da muss man auch in Deutschland endlich einmal anerkennen. Da bleiben die Auffassungen völlig zu Recht unterschiedlich. Ich habe im Grunde genommen so, dass mit der Agenda-Politik von Gerhard Schröder die SPD eine harte linke Konkurrenz bekam und dass jetzt mit dieser Flüchtlingskrise die Union eine harte rechte Konkurrenz bekommt. Absolut. Das ist der Faktor und das wird sich wahrscheinlich so bald nicht ändern. Ich bin ganz sicher, dass sich das, und wir haben keine Anhaltspunkte, gerade die Tatsache, dass sich die Union in diesem Maße zerstreitet, ist so etwas wie das Unterfutter für die AfD. Wir haben alle Veranlassung zu glauben, die AfD musste ja in diesem Wahlkampf fast gar nichts mehr machen. Sie musste sich ja in ihrer Spitze zwar ein paar Mal zeigen, sie konnte so zerstritten sein, wie sie wollte, sie wurde trotzdem gewählt. Ob der Zerstrittenheit der Union. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie 2017 im Bundestag sitzt, dann haben wir faktisch auf der rechten Seite das gleiche Spaltprodukt wie auf der linken Seite mit der Linkspartei. Das hat aber die fatale Konsequenz, dass wir wahrscheinlich wieder die große Koalition bekommen werden, die wir jetzt schon haben, mit einer weiteren Radikalisierung der Ränder. Das ist der ewig gleiche Lauf, der einsetzt, wenn man letztlich die Ränder nicht integriert. Gibt es eine Alternative? Die Alternative wäre meines Erachtens eine schleunige Einigung, eine schleunigste Einigung innerhalb der Union, die in der Lage wäre, und das halte ich vor allem wäre die Aufgabe der CSU, die in der Lage wäre, deutlich zu machen, wir haben viel erreicht, wir sind in der Lage, es gemeinsam zu schaffen und nicht ständig der AfD Munition zuzuspielen, indem man sagt, wir schaffen es doch nicht. Gut. Und wir wollen es vielleicht nicht. Herr Mantai, letzte Frage. Wir schauen, ist schon klar, und hier kommt trotzdem erstmal die Frage, das machen wir hier so. 2017, Bundestagswahl. Die AfD ist gegebenenfalls im Bundestag aller Voraussicht nach, dann würde das tatsächlich bedeuten, dass die von Ihnen so verhasste Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin würde, weil es kein Regieren gegen die CDU gäbe. Solche Vokabeln sind mir völlig fremd. Ich hasse niemanden in der Politik. Okay, es also geht immer um die Sache. Ungeliebte. Nein, es geht immer um die Sache in der Politik. Und Herr von Lucke, Sie sollten mal von Ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm irgendwie runter. Sie hätten mich gerne besuchen kommen. Sie haben gesagt, wir haben fast nichts machen müssen. Also wir sind seit Wochen und Monaten unterwegs. Wir haben sehr harten Wahlkampf gemacht. Wir haben es ehrenamtlich gemacht. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Flyer verteilt, Plakate gegen das ganze Programm. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Also es ist definitiv nicht so, dass wir gar nichts gemacht. Doch, sie wäre haben trotzdem das, gewesen, die, selbst wenn Sie nichts gemacht hätten, weil der Rest das ist zerstritten. Das ist definitiv falsch. Das ist definitiv falsch. Ich habe meinen Wahlkreis gewonnen und ich sage Ihnen, das fällt nicht vom Himmel. Das haben ja nicht alle bei uns die Wahlkreise gewonnen. Nach Ihrer Theorie hätten wir alle die Wahlkreise gewinnen müssen, sondern das haben wir deshalb gemacht, weil wir Bürgerveranstaltungen gemacht haben. Und dem Punkt muss ich wirklich mal vor Schwesig recht geben. Das war eine sehr hochabstrakte Diskussion teilweise. Ein bisschen völlig an vorbei. Ich empfehle Ihnen wirklich mal, Veranstaltungen vor Ort zu besuchen. Ich habe Bürgerveranstaltungen gemacht. Da geht es um ganz konkrete Dinge. Und eben nicht nur um die unkontrollierte Masseneinwanderung, auch um ganz andere, auch landespolitische Dinge. Und das entspricht nicht der Realität im Landtagswahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Das haben Sie überhaupt nicht richtig wahrgenommen, muss ich immer so deutlich sagen. Ich war jeden Tag unterwegs, ich habe viele Veranstaltungen gemacht, viele Bürgergespräche. Aber Herr Mann, Sie haben Wahlkampf in MV mit Themen gemacht, die in MV nicht wirklich Probleme sind. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben die Gebietsreform. Ich bin ja ständig an Ihren Plakaten vorbeigefahren. Das blieb mir ja nichts anderes übrig, wenn man da gewohnt hat. Plakat Terror stoppen. Es gab keinen Terroranschlag in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Vorsitzender hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass unser Land kein Kalifat wird, wo wir gerade 23.000 Flüchtlinge haben. Sie haben Wahlkampf auf Kosten der Schwächsten gemacht. Sie sind eigentlich vorbei. Und ehrlich gesagt, ich hatte versucht, mit Ihnen gemeinsam mal einen Blick in das Jahr 2017 zu machen. Das machen wir dann vielleicht das nächste Mal, Herr Mantai. Wir hängen leider schon 4 Minuten und da muss ich jetzt tatsächlich auch mit der puren Uhr, mit der puren Physis darum bitten, dass wir zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen herzlich.